Und so langsam, was unser Geld angeht, kommen wir an die 20.000 dran. Ich weiß zwar nicht, was das zu bedeuten hat, wenn wir so viel Geld haben, aber wir kommen knapp an 20.000 dran. Ja, das ist eine tolle Zahl. 20.000. Hier gibt es sonst nichts mehr. Kellogg wartet einfach an der Tür. Voll stolz, dass er bei einer Tür warten kann. Ja, sonst ist hier aber nichts weiter. Oder? Ist da noch was zum Heilen? Oder eine Lebensfiliole? Eine Wiederbelebungsfiliole? Bleibt anscheinend nicht. Das ist immer so extremer Unterschied, wenn man die ganze Zeit am Kämpfen war, die ganze Zeit Action, Action, Action. Dann irgendwann einfach nur blöb. Alles ist plötzlich still, alles ist plötzlich komplett tot. Was sagt denn die Uhrzeit? Gut. Wir haben gerade 7:30. Wo müssen wir hin? Wir müssen nach unten. Gut, dann schauen wir uns erstmal hier oben. Ein weiterer Splitter? Nein, Heilung. Wir brauchten schon Heilung. Nur noch 1000 Goldmünzen. Knapp. Dann sind wir auch endlich bei unseren 20.000 angekommen. Wie gesagt, was auch immer das für uns jetzt heißen soll. Wunderbar. Jetzt werden wir erstmal noch richtig schön gebufft. Kriegen nochmal alles Mögliche. Oh, ja, toller Schild, aber nicht ganz so toll wie das Teil, was wir momentan schon besitzen. Aufmachen, Geld mitnehmen. Auf ganz tolle Klamotten. Mit ganz viel Stoff. Oh. Jetzt werfen die schon. Ja. Wow, wer wirft da denn was? Okay, ich verstehe so langsam, was das ist, aber... Meine Güte, ich komme da nicht dran. Loch. Oh mein Gott, das hat einen größeren Explosionsradius. Als das steht. Mann, das darf nicht wahr sein. Scheiße. Gut, ich würde sagen... Ja, genau, komm mal wieder her. Schnapp du dir erstmal wieder so eine Fiole. Ja, du machst einfach nicht. Ja, hast einfach keinen Bock drauf. Ja, aha, toll. Ja, jetzt stehen wir hier beide. Runter. Kedok, komm mit. Wir müssen in den näheren Kampf gehen, sonst haben wir keine Chance. So, das wäre es schon mal mit den Augen gewesen. Da können wir uns gleich hoffentlich auch schon um den Typen da hinten kümmern. Der geht mir langsam echt auf die Nerven. Ah, wie weit kommt das? So weit. Okay. Ah, ist gut. Ich will den noch mal umbringen. So. So. Hatten wir den weniger. Oh, schon wieder sowas, wo ich einfach stehen bleiben muss. So. So kann man den Gegner auch schnell mal auseinandernehmen. Oh nein.
Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch was zum Heilen. Und da haben wir auch Mana. Hat er den an der Balliste weggekriegt? Wunderbar. Ich bin stolz. Ja, das ist nicht so schlimm. Der kann eh nicht so weit schießen. Und anscheinend hat er auch nur zwei verschiedene Positionen. Gut. Oh, der hat mich direkt getroffen. Böse. Zum Glück explodiert das Teil nicht noch, wenn das irgendwie drin steckt. Das wäre böse. Aber es wäre doppelter Schaden. Das wäre logisch. So. Wunderbar. Ah. Hätten wir diese schon etwas nervige Stelle auch gut überstanden. Rüberspringen. Nicht. So, was gibt's hier noch? Hier gibt's noch Pfeile. Die können wir mitnehmen. Dann haben wir wieder volle 200 Pfeile am Stück. Noch etwas Mana. Ah, konzentriertes Mana in Flaschenform. Lecker, lecker, lecker. Om nom nom. Das schmeckt bestimmt wie so ein Monster Energy Drink. Ne? Ganz bestimmt. Oder wie Red Bull. Red Bull verleiht Flügel. Ne? Mit einem Mana-Trank ist das bestimmt auch möglich, wenn man den richtigen Zauber hat. Red Bull ist ein Mana-Trank, ne? Müsst ihr euch mal vor Augen halten. Nicht schon wieder. Ah, ist gut. Das haut mich immer aus der Kampfsequenz raus. Das stört immens. Wie komme ich denn da hinten hoch? Wahrscheinlich erstmal gar nicht. Das ist natürlich nicht so schön. So, so, so. Interrupt. Einfach den Gegner nicht zum Zug kommen zu lassen. Bing. Geld mitnehmen. Komische Schädel in der Luft finden. Ah, da. Nein. Ich hab doch gesagt, ich will euch scheiß Krabbelfiecher nicht mehr haben. Was du nicht sagst, Ketter. Ja, du bist aber auch gut klargekommen dafür, dass du die Viecher nicht leiden kannst. Vor allem, wie viele das sind. Das ist... Ah. Ja, und jetzt habe ich gleich schon keinen Mana mehr, ne? Das ist geil. Das ist richtig geil. Da geht einen richtig einer ab. Weil man keinen Mana mehr hat. Ja. Ein interessanter Eingang. Hap, 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 hap. Sehr ekelhafte Kanäle. Aber schön mit Moos überdacht. Benetzt. Elara oder Kaddock? Elara oder Kaddock? Ach komm, wir gehen jetzt mal wieder auf Kaddock. Ach nee, da müssen wir ja zu dem violetten Ding. Zu dem Seelentausch. Ich frage mich nur, wie die beiden Charaktere sich da fühlen müssen, weil... Oh, der hat ja gar keinen Mana. Na gut. Wie viel Kristalle haben wir denn gerade? Ich glaube, wir haben keine 11, oder? Haben wir... Ne, wir haben 7. Schade. Ich hoffe mal... Der hat 2 Keulen? Ach, Kollege... You always take me to the nicest places. I hear this is the finest sewer in town. Ja. Würde mich ja interessieren, wie oft der Kaddock schon hier gewesen ist. Oh here no. Diese Viecher. Vor allem im Nahkampf macht er jetzt irgendwie so wenig Schaden.
Da hätte ich wahrscheinlich doch lieber bei Elara bleiben sollen. Mistige Viecher sind das. Naja. Dabei sagte ich doch ausdrücklich, dass ich solche Viecher nicht mehr haben will. Na. Na gut. Kloppen wir uns einfach mal durch. So, du kommst da nicht runter. Nix da. Du stirbst schon da oben. Verdammt. Okay, aber er ist oben gestorben. Oh. Scheiß Viecher. Weg mit euch. Ihr geht mir auf den Geist. So richtig auf den Geist. Ich bin der Meister, nicht von Fallen getroffen zu werden. Seht ihr? Ich krieg das super hin. Und ich krieg's anscheinend auch viel besser hin, mit Pfeil- und Bogengegner zu töten. Als mit Nahkampfwaffen. Wobei, ich bin allgemein lieber einer, der den Fernkampf benutzt, als den Nahkampf. Weil der Nahkampf ist immer so ein bisschen riskant. Was den Fernkampf angeht, kann man meistens aus sicherer Entfernung schon viel Schaden anrichten. Wieso ist das Zeug hier denn jetzt umsonst? Macht zwar nicht so einen großen Unterschied, aber wir nehmen es mit. Und was haben wir hier? Abyssal Chart. Gut, dann tun wir das Deep Grudge weg. Nehmen dieses tolle magische Schwert mit uns. Jetzt haben wir wieder etwas zum schnellen Angreifen. Schnelle Angriffe gefallen mir an sich auch mehr als langsame und starke. Nein, ich wurde getroffen. Nein. Wie kann das nur passieren? Wir nehmen mal eine Dusche. Boah. Nach dem Ganzen ist doch eigentlich echt mal... Ich würde mich übelst freuen, mich hier drunter zu stellen. Einfach mal so für eine Abkühlung. Yay, das ist doch klasse. Scheiß darauf, wie es der Rüstung danach geht. Ne, wo müssen wir denn lang? Müssen wir doch hier drüber hüpfen? Ach so, nicht drüber hüpfen, einfach drüber gehen. Ich lasse mich nie von Fallen treffen. Ne, ne. Und das da geht anscheinend noch nicht kaputt. Auch schön. So. Hoffentlich kommen wir hier schnell wieder raus. Skelette? Ja, Skelette. Ja, gut, mach deinen Job. Schön rumschießen. Mach du deinen Job, genau. So war das nicht gedacht. So, einfach durchholzen. Ist allerdings nicht so wirklich die beste Idee. Erzähl, ich soll ein Blödsinn. Du hast Heiltränke, Kette. Combined Kills, das sind insgesamt. Oder? Oh. Sehr schön. Ah, wir sind aber zu viele Gegner. Hier ist so viel los. Zu viel, zu viel, zu viel. Ich nehme mein Hackgeld auf. Ach Gott, immer diese komischen Insektenfeinde. Skelette sind an sich ja kein Problem. Ne? Und diese nervigen kleinen Viecher. Geld.